Der Plattenspieler von Dimension Hund aus der Schweiz wurde das erste Mal von den Minis ausprobiert. Schon beim Befüllen mit den Futterbeuteln schaut Biene interessiert zu. Biene schaut sich das Gerät erstmal alleine an und hat natürlich schon längst den Geruch der Beutel aufgenommen. Sie bewegt schon einmal die Drehscheibe, ist aber noch etwas skeptisch, doch gemeinsam kommt Hund ans Ziel. Der erste Beutel wird aus einer der Röhren herausgezogen und der zweite Beutel ist schon keine Herausforderung mehr und wird von ihr alleine geborgen. Gina geht ganz anders an die Herausforderung heran. Mit Schwung wird die Scheibe gedreht. Überrascht und auch beeindruckt weicht sie zurück. Sie ist leicht frustriert. Mehrmals versucht sie ihr Glück, doch Gina überwindet ihren Respekt vor dem komischen Teil und ist nach einigen Versuchen durch Teamwork mit dem Menschen erfolgreich. Bolle ist voll interessiert. Er lässt es ganz ruhig angehen und bittet um Mithilfe. Er wartet ruhig ab und konzentriert sich voll auf seine Aufgabe. Er zieht den Beutel aus der Röhre heraus. Jetzt weiß er, wie der Plattenspieler funktioniert und schafft den zweiten Beutel ganz alleine. Da ist nicht nur Frauchen stolz. Frieda hat den Dreh direkt raus, doch ihr kurzer Fang erschwert ihr das Herausziehen des Beutels. Mehrmals probiert sie, den Beutel zu ergattern. Das ist gar nicht so einfach. Sie bleibt trotzdem ruhig und mit Frauchens Unterstützung wird der Beutel aus der engen Röhre geborgen. Ellie schaut sich das ganze Gerät erstmal nur an. Der Beutel ist ihr in diesem Moment nicht so wichtig, aber auch das ist kein Problem. Im Freispiel bleibt das Gerät noch stehen und Biene schaut noch einmal genau nach. Durch die gemeinsame Arbeit wird Bindungsaufbau zum Kinderspiel.